So, jetzt sind wir am höchsten Punkt des Bikeparks und auf geht's zur Ollweite. Da unten ist das Tal. Hinten ist der Gletscher und die Weltcup-Abfahrt. Sieht man da, wo es abgedeckt ist. Das ist von eurem Foto. Ja. Unten der See. Gleich fahren wir einmal um den See rum und dann geht's unten in die Ollweite Line. Jetzt erstmal einmal um den See. Hier ist noch relativ viel Schnee. Ich glaube, die hat auch erst seit kurzem auf. Der oberste Teil. Hier mussten sie gut den Schnee wegfräsen. So, jetzt geht's in die Ollweite. Die anderen beiden sind hier schon gefahren dieses Jahr. Nicht dieses Jahr das erste Mal. Muss man manchmal noch treten und auf über 2,5 macht dann das Ganze schon ein bisschen K.O. Das kennt Martin schon. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ah, noch ein bisschen die falsche Linie. Rafaela macht es sich viel schwieriger, kommt trotzdem durch. Ja, sehr gut, treten, treten, treten. Du hast die falsche Linie genommen, die war viel härter. Genau bemerkt. Oh.
können gleich noch mal auf Raffaella warten. Ja. Und ein bisschen der Raffaella folgen. Die hat die Steinfelder super gemeistert. Ruhig in den geraden Passagen, ein bisschen aufrechter. Da hat es einen Stein voll gegen die Nase gehauen. Nein! Eieiei, da habe ich mich einmal voll verbrennt. Die sieht das gar nicht, die ist jetzt so drin.
Ihr seht den Abgrund gar nicht. Ja, noch richtig. Warte mal, guck mal, dass ich noch ein Foto mache. Sehr schön. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, wie das so war, die Line. Da habe ich mich richtig erschrocken, als ich da so einen Sprung machte und auf einmal so, dass so rechts rauskam. Die müssen die Wiese mal mähen. Da. Sehr gut. Boah, das hat das aber nochmal in sich, ne? Wieso? Da, meinst du? Ah, Martin will nicht mit mir. Das kleine Stück einfach nach dem Holz.